Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beschließen heute aus guten Gründen eine Änderung unseres Grundgesetzes. Zukünftig werden verfassungsfeindliche, aber nicht oder noch nicht verbotene Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung und der steuerlichen Begünstigung ausgeschlossen sein. Dies folgt einem einfachen Motto: Der Staat muss nicht diejenigen finanzieren, die ihn beseitigen wollen. Das Ganze wird in Artikel 21 des Grundgesetzes verankert. Und Artikel 21 ist mehr, Frau Kollegin Künast, als nur ein Sammelsurium von Buchstaben. Es ist die zentrale Norm der politischen Teilhabe in unserem Land. Und unsere Demokratie hält auch extreme und radikale Parteien aus, mit denen wir uns im politischen Wettbewerb messen müssen. Aber unser Grundgesetz hat auch aus historischen Erfahrungen heraus und aus bitteren Stunden ein Schutzschild um sich selbst gezogen. Das Machbare wird nicht allein durch die Mehrheit bestimmt, sondern durch den Kern unserer Verfassung, durch Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wer Demokratie, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit angeht und nicht zum Grundlage seines Handelns macht, der hat in unserer wehrhaften Demokratie keinen Platz und der darf auch nicht finanziert werden. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal die wichtigste Erkenntnis des Urteils vom 17. Januar in Erinnerung rufen. Nach ihrer Programmatik und Zielsetzung ist die NPD eine verfassungsfeindliche Partei, welche unsere Ordnung beseitigen möchte. Ein Parteiverbot wurde nicht ausgesprochen, weil sie nicht das Programm dazu hätte, sondern weil sie, und ich möchte sagen, glücklicherweise derzeit nicht in der Lage ist, Einfluss zu nehmen. Und damit hat das Bundesverfassungsgericht eine weitere Kategorie definiert, nämlich die Kategorie der verfassungsfeindlichen, aber derzeit nicht relevanten Partei. Und es ist uns, diesem Gesetzgeber, unbenommen, auch auf diese neue Kategorie zu handeln und zu antworten. Und ich meine, wir müssen auch darauf antworten, weil es niemandem erklärbar ist, dass zukünftig rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische Sprüche und Plakate, die den Wesenskern unseres Grundgesetzes verletzen, dass diese Wahlwerbung auch nur durch den Staat finanziert wird. Das ist niemandem so richtig zu vermitteln. Und ja, es geht auch um die Chancengleichheit der Parteien. Und es ist ein wichtiger Verfassungsgrundsatz. Aber die Chancengleichheit findet dort ihre Grenzen, wo es Ansatzpunkte für eine verfassungsrechtlich zulässige Ungleichbehandlung gibt. Und diese verfassungsrechtliche Ungleichbehandlung findet ihren Kern in der Feststellung, dass eine Partei verfassungsfeindlich ist. Und wenn eine solche Partei verfassungsfeindlich ist, muss niemand noch ihre Finanzierung dulden. Das gilt für die NPD. Das wird aber durch diese Grundgesetzänderung und durch weitere Gesetzesänderungen auch für zukünftige extremistische Parteien gelten, egal ob von links oder von rechts. Meine Damen und Herren, wir haben in der letzten Sitzungswoche in diesem Hohen Hause viele notwendige und gute Grundgesetzänderungen beschlossen, die vielleicht in manchem Detail etwas technisch sind, die aber viele Milliarden bewegen und die sicherlich das Zusammenleben zwischen Bund und Ländern besser gestalten. Heute geht es um eine weitere, um eine andere Grundgesetzänderung, die vielleicht auf den ersten Blick nicht um viel Geld sich dreht, aber die ein wichtiges Symbol ist, nämlich dass wir keinen Meter breit den Feinden unserer Verfassung lassen, dass wir ein wichtiges Symbol für unsere wehrhafte Demokratie setzen und dass verfassungsfeindliche Parteien, auch wenn sie wenig Relevanz haben, nicht durch diesen Staat gefördert werden. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung, und zwar von allen Parteien in diesem Haus, zu dieser notwendigen und guten Grundgesetzänderung.
Liebe Kolleginnen